Dann fangen wir einfach mal an. Ich sage noch einmal ganz kurz was zu Scalp Yoga. Genau, dabei arbeiten wir mit Gewichten. Der Anfang der Stunde ist erstmal so ein paar normale Yoga-Positionen, um in unseren Körper zu kommen. Und dann nach dem Aufwärmen fügen wir quasi die Gewichte in den Positionen dazu, um auch ein bisschen an unserer Stärke zu arbeiten. Und am Ende wird es dann noch einen Cooldown geben, was den Körper wieder ein bisschen von der Stärkung ja, quasi released. Und dann lasst uns einmal anfangen in erst einer bequemen Sitzposition, die deine Wirbelsäule ganz aufrecht sitzen lässt. Und du deine Atmung gut spüren kannst, wie sie entlang deiner Wirbelsäule fließt. Lass auch gerne schon die Ujjayi-Atmung in diese Position einladen, um so von innen heraus schon Wärme zu erzeugen. Die Rückseite von deinem Kehlkopf anspannst und so ein Meeresrauschen erzeugen kannst. Noch fünf tiefe Atemzüge hier. Spüre richtig in deinen Körper rein, und bei der Scalp-Yoga-Praxis ist es manchmal noch wichtiger wie bei der normalen Yoga-Praxis, mit seiner Atmung sich zu verbinden. Und wenn du spürst, dass du einen Moment Pause brauchst, dir das wirklich zu gönnen oder die Gewichte auch wegzunehmen, um dich nicht zu überfordern. Alles kann, nichts muss. Du willst dich nicht verletzen in deiner Praxis. Mit der Einatmung nimm die Arme über die Seite nach oben, regel und streck dich einmal. Mit der Ausatmung bring die Hände verschränkt hinter deinen Kopf, Ellenbogen weit. Ausatmung, roll dich zusammen, Ellenbogen zu deinem Brustbein. Einatmung, setz dich auf, Ellenbogen weit, öffne dein Herz. Ausatmung. Einatmung, öffne, Ellenbogen weit. Und ausatmen. Noch einmal. Und ausatmen. Komm in eine aufrechte Sitzposition hier. Ellenbogen weit und versuch dich aus der Kraft deines Bauches über die rechte Seite zu drehen. Ist die Wirbelsäule lang. Einatmen, komm zurück zur Mitte. Ausatmen zur anderen Seite. Ellenbogen weit. Wie weit kannst du dich hier drehen? Ausatmung, lass los. Streck die Arme nach oben und dann lehne dich einmal zur rechten Seite. Rechte Hand kann entweder einfach nur auf die Matte kommen oder wenn du tiefer gehen magst, sogar in den Ellenbogen. Einatmung, beide Arme nach oben, richte dich auf. Ausatmung, andere Seite, Sideband hier. Einatmung, komm nach oben. Bring beide Hände zurück. Finger zeigen nach hinten, Brustkorb nach vorne, zieh die Schulterblätter zusammen. Und dann bring dein Kinn zur Brust, um den Nacken richtig lang zu machen. Ausatmen, löst die sitzende Position auf, roll dich über deine Knie, um in einen Vierfüßlerstand zu kommen. Schultern über den Handgelenken. Ein paar Katzenbuckel-Pferderücken hier machen und der Einatmung, Brustkorb nach vorne, Schultern ziehen zurück. Und Ausatmung, runde deinen Rücken, Bauchnabel zieht in die Wirbelsäule. Einatmung, Brustbein nach vorne. Und Ausatmung, Bauch zieht in die Wirbelsäule. Noch drei davon in deinem eigenen Rhythmus.
Fließ mit deiner Atmung durch die Bewegung. Und schau, was du mit der Bewegung alles in deiner Wirbelsäule erreichen kannst. Und finde eine neutrale Position. Stell die Füße auf und heb die Knie ab, sodass sie so über der Matte floaten. Dann versuch deinen linken Arm abzuheben, nach vorne und auch deinen rechten Fuß. Dann wechsel die Seite, linke Hand, rechter Fuß bleibt auf der Matte, rechter Arm, linkes Bein leicht gehoben. Spür, wo die Querverbindung in deinem Bauch ist. Ausatmung, schieb dich zurück in deinen nach unten schauenden Hund. Arme und Füße, dein Fundament, kannst du auch gerne erstmal die Beine vertreten. Dann lauf die Füße einen Schritt weiter nach vorne und Matten weit auseinander, sodass du mit der rechten Hand an dein linkes Bein oder deine linke Ferse greifen kannst für so einen leichten Twist. Du kannst dich mit dem rechten Arm so weit ranziehen, dass du unter dem linken Arm durchschauen kannst. Der Ausatmung lass los, rechte Hand nach vorne, greif mit dem linken Arm zur Außenseite. Schau unter dem rechten Arm durch. Und Ausatmung lass los. Tritt zurück, sodass du in die Planke, schiefe Ebene kommen kannst, Schultern über den Handgelenk. Schau, dass du hier auch in einer schönen Linie bist, von den Schultern über die Hüfte bis zu den Fersen. Versuch dein linkes Bein zu heben. Vielleicht ist das schon genug, vielleicht den rechten Arm nach vorne oder vielleicht kannst du den rechten Arm sogar abheben. Und der Ausatmung kommt zurück, schiefe Ebene, finde dein Fundament, heb dein rechtes Bein hoch. Vielleicht den linken Arm einfach nach vorne, so auf die Fingerspitzen, vielleicht spürst du den Moment in der Balance, wo du deinen linken Arm komplett abheben kannst. Ausatmen, zurück, schiefe Ebene. Dann komm einmal zum Liegen auf deinem Bauch. Beine zusammen, Hände unter deinen Schultern. Einatmung, komm in deine Cobra. Mach den Rücken lang, Schulterblätter ziehen zurück und nach unten. Ausatmung, roll dich nach vorne, noch zwei davon. Einatmung, roll dich nach oben, Ellenbogen ziehen nach unten. Stell dir vor, du ziehst die Hände zu dir ran. Ausatmung, zurück auf deine Matte. Ein letztes Mal. Einatmung, roll dich nach oben, Wirbel für Wirbel, Brustkorb zieht nach vorne. Und Ausatmung, fließt zurück. Gewicht in deine Hände, sodass du die Hüfte Richtung Fersen schieben kannst und dann deinen nach unten schauenden Hund kommen kannst. Drei tiefe Atemzüge hier. Komm in dieser Haltung an. Und dann mach dich auf den Weg nach vorne zum Anfang deiner Matte. Halbe Vorbeuge hier. Und Ausatmung, ganze Vorbeuge. Einatmung, komm nach oben, Arme über die Seite, Vastasana. Ausatmung, Tadasana. Wir machen noch ein paar Sonnengrüße, bevor wir beginnen. Einatmung, beide Arme nach oben, lehn dich zurück. Ausatmung, Vorbeuge, Tadasana. Einatmung, steig mit dem rechten Bein zurück, Low Lunge. Ausatmung, beide Füße treffen sich, Plank, Knie, Brustkorb, Kinn. Einatmung, Cobra. Und Ausatmung, zurück, nach unten schauender Hund. Rechtes Bein hebt sich mit der Einatmung. Ausatmung, tritt nach vorne, richte deinen Brustkorb auf. Beide Beine treffen sich, Vorbeuge. Einatmung, Arme nach oben und zurück. Ausatmung, Tadasana, linke Seite. Einatmung, Uttanasana. Ausatmung, Vorbeuge, Tadasana.
linkes Bein zurück. Kleiner Ausfallschritt, Brustkorb nach vorn. Ausatmung, schiefe Ebene, Knie, Brustkorb, Kinn. Einatmung, Cobra. Ausatmung, zurück in einen nach unten schauenden Hund. Einatmung, linkes Bein hebt sich, Tritt nach vorne. Kleiner Ausfallschritt. Ausatmung, beide Beine treffen sich, Vorbeuge, Uttanasana. Einatmung, nach oben. Ausatmung, zurück. Noch einmal genau so, Einatmung. Uttanasana, Ausatmung, Vorbeuge. Rechtes Bein tritt zurück, Lolatsch. Beide Beine zurück, Knie, Brustkorb, Kinn. Einatmung, Cobra. Ausatmung, nach unten schauen, der Hand. Einatmung, rechtes Bein hebt sich, tritt nach vorne, Lolatsch. Ausatmung, beide Beine treffen sich in der Vorbeuge. Einatmung, nach oben und zurück. Ausatmung, Tadasana. Andere Seite, Einatmung, richte dich auf und zurück, Ausatmung, Vorbeugen, Einatmung, linkes Bein zurück, Low Lunge, Brustkorb weit, Ausatmung, Ashtanga Namaskara, Knie, Brustkorb, Kipp, Einatmung, Cobra, Ausatmung, zurück, nach unten schauen, der Hund, linkes Bein hebt sich hier, tritt nach vorne, Low Lunge. Ausatmung, beide Beine treffen sich. Einatmung, komm nach oben zum Stehen. Und Ausatmung, Tadasana. Bring deine Füße einmal hüftbreit. Und dann schaukel dich einfach so von rechts nach links. Du kannst deine Knie ein bisschen beugen. Tap die Vorderseite und die Hinterseite. Um einfach den ganzen Körper einmal durchzuschütteln. Dann lass die Bewegung langsam weniger werden und lehn dich nach unten, sodass du zwischen deinen Beinen einmal zum Baumeln kommen kannst. Und drei tiefe Atemzüge hier. Lass die Bewegung einfach einmal aus deinem Körper rausfließen. Und dann der Einatmung, halbe Vorbeuge, lauf die Füße zusammen, Hände auf die Matte, beide Füße zurück in die Plank. Wir halten Plank für einen Augenblick hier. Du kannst einfach in der Plank-Position bleiben oder wenn du noch ein bisschen mehr deine Schultern aufwärmen möchtest, kannst du nur im Brustkorb nach unten sinken und dich wieder oben rausdrücken. Das heißt, wie so Push-Ups nur für deine Schultern. Der Rest deines Körpers bleibt in der geraden Position. Noch 3, 2, 1. Sehr schön. Schieb dich zurück in deinen nach unten schauenden Hund. Heb dein rechtes Bein nach oben. Ich zeige euch das mal von vorne, dann könnt ihr es besser sehen. Rechtes Bein nach oben. Nehme mit einem Halbkreis das Bein zur Seite und versuche Richtung rechte Hand zu kommen. Einatmen, heb das Bein nach oben, schieb in die Hände. Ausatmen, reich das Bein nach vorne. Wenn es zu viel ist mit dem gestreckten Bein, kannst du es auch mit gebeugtem machen. Ein letztes Mal noch auf dieser Seite. Und dann dreibeinige Hand. Ausatmen, wir wechseln die Seite. Nimm dein linkes Bein nach oben, finde die Streckung hier. Ausatmung, so weit du kannst nach vorne. Einatmung, linkes Bein hebt sich. Ausatmung, Richtung Boden. Letztes Mal, Einatmung, Streckung. Ausatmung. Full Hip Rotation. Linkes Bein hebt sich. Ausatmung, zurück in den nach unten schauenden Hand. Und dann nach unten schauen, den Hund schauen nach vorne und versuch in einen Yogi Squat zu springen. Molasana. Vom Yogi Squat spring zurück in den nach unten schauen, den Hund. Noch 5. Spring nach vorne, Füße nach außen.
Ausatmung zurück. Einatmung nach vorne. Ausatmung zurück. Noch zwei. Und dann treffen wir uns im Yogi Squat. Du kannst die Hände gerne hier einmal vor deinem Brustkorb nehmen und für einen Augenblick diesen Stretch einfach nur genießen. Wir gehen von hier noch eine Runde in Frog Jumps. Ich zeige euch das einmal, ihr könnt einmal kurz zugucken. Vielleicht kommt ihr zur Mitte der Matte, wenn ihr wie ich was davor stehen habt. Die Hände kommen auf den Boden und ihr versucht die Füße einfach einmal zu klappen. Spielt gar keine Rolle, ob man da so lange bleibt, sondern einfach nur den Po nach oben zu kriegen. Dafür machen wir auch 10 Sprünge. Also teile dir deine Kraft für die 10 Sprünge ein. Hände auf den Boden, Füße klappen. Und noch 9. 8. 7. 6. 5, Hälfte habt ihr schon geschafft, 4, 3, 2 und der letzte. Und dann bleib in deinem Squat, falte die Hände ineinander und mach einmal hier ein paar Kreise für deine Handgelenke. Und dann streck deine Beine aus, Füße parallel. Rück ein Bein nach dem anderen. Und dann Hände zurück unter die Schultern, lauf zurück in deine Plank-Position. Füße zusammen. Roll auf die Außenseite des rechten Fußes, Side Plank. Aus der Schulter, drück dich raus, linker Arm nach oben. Vielleicht hebt sich auch dein linkes Bein. Du kannst den linken Arm auch nach vorne über deinen Kopf nehmen, dann hast du noch ein bisschen mehr Gewicht hier. Für 3, 2, 1. Wechsel die Seite über Plank, linke Hand unter deiner Schulter auf den linken Fuß. Rechter Fuß hebt sich, rechter Arm nach oben oder nach vorne. Finde die Länge in deinem ganzen Körper. Für 3, 2, 1. Sehr schön. Komm auf deinen Unterarm. Vor dem Plank. Selbe Idee wie vor einem nach unten schauenden Hund. Nimm dein rechtes Knie zur rechten Schulter. Stell das rechte Bein nach hinten. Und dann kannst du es gleich mit gestrecktem Bein versuchen. Der Fuß möchte nie den Boden berühren. Du wechselst immer ab zwischen gebeugt und gestreckt. Und wenn es zu schwer ist mit dem gestreckten Bein, machst du es nur mit dem gebeugten. Noch 3, 2 und letztes. Dann bleib kurz in deinem in deiner Sphinx Pose. Bring die Hüfte nach unten. Schieb den Brustkorb nach vorne, Schultern ziehen zurück. Und dasselbe auf der anderen Seite. Platziere die Füße in den Unterarmstütz. Und dann linkes Knie zur linken Schulter. Und mit geradem gestreckten Bein nach vorne. Für noch 3. 2. Und letzte Runde. Zurück unter am Stütz, einmal noch Sphinx Pose, bring die Hüfte nach unten, Brustkorb nach vorne, sehr schön, ausatmen, zurück auf deine Hände, schieb dich in deinen nach unten schauenden Hund, 3 Atemzüge hier. Gehen noch einmal in die Sprünge von hier, die ihr schon gemacht habt. Ihr könnt jetzt entweder vom nach unten schauenden Hund wieder in diesen Molassana-Sprung kommen. Oder wenn ihr versuchen wollt, von hier in diesen Frosch zu kommen
und wirklich den längeren Weg vom nach unten schauenden Hund nach vorne nehmen wollt, könnt ihr auch ein Level höher gehen. Nach 5, 4, 3, 2 und 1. Und dann treffen wir uns im Squat. Einmal Hände kurz vors Herz. Finde deine Atmung hier. Ausatmen, streck die Beine, lauf die Füße zusammen. Halbe Vorbeuge, ausatmen, ganze Vorbeuge. Einatmen, komm nach oben zum Stehen, in die Arme mit. Ausatmen, Tadasana. Wir bringen die Gewichte mit ins Spiel, nimm beide Gewichte in die Hand. Komm in deinen Stuhl, gut Katasana. Bring deine Ellenbogen auf, deine Unterschenkel und Biceps Curls. Bring deine Gewichte zu den Schultern. Langer, flacher Rücken. Für 15 hier. Arbeite mit deiner Atmung. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sehr schön. Nimm die Gewichte nach oben, komm auf deine Zehenspitzen. Und dann versuch immer nur die Fersen nach oben und unten zu bringen. Du sollst es in den Waden spüren. Die Fersen berühren nie den Boden. Gewichte nach oben, aktivier die Wadenmuskulatur. Sehr schön. Noch 3, 2, 1, hold the lift. Und dann komm zurück in deinen Stuhl, bring diesmal die Arme zu den Ellenbogen auf einer Schulterhöhe. Mit der Einatmung Arme nach oben, komm auf deine Zehenspitzen. Ausatmung nach unten, Ellenbogen auf einer Linie mit den Schultern. Einatmung, Streckung, Ausatmung nach unten. Für 10, 9, 8, Ganzkörpereinsatz, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bleib unten in der Hocke, Ellenbogen weit in einer Linie mit den Schultern und dreh die Arme nach unten. Jetzt zeige ich das lieber von der Vorderseite, Einatmung nach oben, Ausatmung in Rotation. Die Ellenbogen bleiben auf einer Linie. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Sehr schön, bring die Hände mit deinen Gewichten vor dir, setz dich tiefer in deinen Stuhl. Gewicht auf dein rechtes Bein, schieb dein linkes Bein nach hinten. Der Einatmung Knie zur Brust, Ausatmung Krieger 3. Wir wechseln ab zwischen Knie nach innen ziehen und Bein nach hinten strecken. Wenn du mehr möchtest, kannst du die Gewichte nach außen nehmen, um ein bisschen mehr Platz auch in deiner Mitte zu haben, musst du aber nicht. Noch 5, 4, 3, 2, 1, halt deinen Krieger 3, lehn dich nach vorne und dann zurück in deinen Ausfallschritt. Hände vor deinem Brustkorb, schau, dass dein rechtes Knie in einem rechten Winkel ist. Du kannst die Hände hier vor der Brust lassen und einfach nur das hintere Knie bis fast zur Matte bringen und beide Beine strecken für Dips für deine Beine. Wenn du mehr magst, kannst du die Arme über den Kopf nach oben nehmen. Wenn du noch eine ganzheitlichere Bewegung magst,
kannst du, wenn du nach oben gehst, die Arme strecken. Wenn du nach unten gehst, die Hände nach hinten durchschwingen für deinen Trizeps. Sieh, was du brauchst. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3. Schau, dass dein Oberkörper in einer Linie bleibt. And last one, keep the arms up, bounce low for 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bring dein linkes Knie zum Boden, kannst deine linke Hand befreien, deine rechte Hand behält das Gewicht. Und zur Seite mit dem Arm für 10, 9, wenn du mehr willst, kannst du das linke Bein auch in der Luft lassen. Und 5, 4, 3, 2, 1, dann wechsel das Gewicht in die andere Hand, in die linke. Die rechte Hand kann an der Innenseite vom Fuß sein. Und ich zeige euch das auch von vorne, das ist, glaube ich, ein bisschen besser. Dann nimmst du den linken Ellenbogen zu dir und streckst den Arm nach oben. Ellenbogen rein. Für 10. 9. Aktive Rotation in deinem Brustkorb. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sehr schön, lass das Gewicht los. Tritt zurück in deine Plank-Position. Halte Plank, dein rechtes Bein nach oben. Und dann kannst du leichtes Bein einfach nach oben und unten heben. Wenn du willst, kannst du den Fuß anwinkeln und noch mehr in deinen Po gehen. Nur 5, 4, 3, 2, 1, zurück, Plank. Und dann nach unten schauen, dann hot, downward facing dog. Der Einatmung, lauf oder spring nach vorne zum Anfang deiner Matte. Halbe Vorbeuge hier. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Nimm beide deine Gewichte. Komm in deinen Stuhl. Gut, Katasana. Komm zurück zu Biceps Curls. Ellenbogen auf deinen Oberschenkel für 15. Auch hier kannst du noch mehr hinzugeben, wenn du auf deinen Zehenspitzen bleibst, die Balance und die Wadenmuskulatur integrieren. 5, 4, 3, 2, 1, stay low and just bounce auf deinen Zehenspitzen oder mit dem ganzen Fuß ein bisschen tiefer noch für 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sehr schön. Komm einmal zum Stehen. Lehn dein Gewicht auf deinen linken Fuß und wir kommen in den Krieger 3. Gleiche Variation wie auf der anderen Seite. Entweder Gewichte vor deinem Brustkorb, wenn du das rechte Knie ranziehst und wieder ausstreckst. Oder die Arme zur Seite, um die externe Schulterrotation noch mit zu integrieren. Die Balance wird dadurch ein bisschen schwieriger. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Und dann komm von hier in deinen Ausfallschritt.
Schau, dass du eine gute Position hast, linkes Knie über deinem linken Sprunggelenk. Und wir gehen entweder nur nach unten mit dem Knie. Schau, wie mein Kopf, meine Schulter, meine Hüfte in einer Linie bleibt. Und kannst bis fast in die Streckung kommen, wir nach unten. Wie auf der anderen Seite, wenn du mehr magst, Arme nach oben. Oder für die ganze Bewegung, Arme nach oben in der Streckung und nach unten kommst, Arme zurück. In meinem Oberkörper bewegt sich nichts. Nur in meiner Beinmuskulatur und Armmuskulatur. Noch 10. 9. 8. 7. 6. 5. Almost there. 4. 3, 2, 1, stay low and bounce, just up and down. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sehr schön, bring dein linkes, dein rechtes Knie zur Matte, rechte Hand auf den Boden und dann dreh deinen linken Arm nach oben. Für 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wechsel das Gewicht in die andere Seite, linke Hand an die Innenseite von deinem linken Bein. Der Ellbogen zieht sich erst zum Körper, dann der Arm nach oben. Für 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sehr schön. Setz das Gewicht ab, Hände zum Boden, zurück in deine Plank-Position. Linkes Bein hebt sich in einer Linie mit deinem Körper. Vielleicht ist es genug. Vielleicht kannst du nach oben und unten. Vielleicht kannst du das Knie beugen und an deiner Po-Muskulatur arbeiten. Noch 5, 4, 3, 2, 1, sehr schön, schieb dich zurück, hinein, nach unten, schauenden Hund. Lass alles einmal los und 3 tiefe Atemzüge hier. Spür, wie die Atmung sich verändert, während wir durch die Übungen gehen. Der Einatmung, lauf oder spring zurück nach vorne, halbe Vorbeuge hier. Ausatmung, ganze Vorbeuge. Einatmung, nimm deine Gewichte mit, komm nach oben zum Stehen. Beine hüftbreit aufgestellt. Der Ausatmung, Squat low. Der Einatmung, Arme nach oben über die Seite, über den Kopf. Ausatmung, komm nach unten. Einatmung nach oben. Wenn du mehr möchtest und deine Nachbarn damit happy sind, kannst du noch einen Sprung hinzufügen. Oder wenn du sicherstellen kannst, dass du sehr leise landen kannst. Mal sehen, ob sich die Nachbarn später beschweren. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Sehr schön. Bleib unten in deinem Squat. Beide Arme nach oben. Zeig ich das einmal von hinten. Stell dir vor, du ziehst die Arme richtig nach unten durch was richtig Schweres. Ellenbogen zu dir ran. Einatmung nach oben. Ausatmung. Über die Seite. So, um die ganze Rotation vom Schulterblatt mitzubekommen. Noch 10. Je tiefer du Steinstand hast, desto mehr werden die Oberschenkel angespannt.
Noch 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Und 1. Du kannst entweder die Beine strecken, die Ellenbogen auf eine Höhe bringen. Der eine Arm dreht sich nach unten und der andere nach oben. Trotzdem bleiben die Ellenbogen in einer Linie. Wenn du noch weiter in den Oberschenkeln Gewicht haben möchtest, kannst du beide Beine beugen. Nur für 5, 4, 3, 2, 1, release. Geh tief in deinen Squat, der Rücken ganz flach. Triceps Dips. Streck deine Arme ganz nach hinten. Das Gewicht kommt unter deine Ellenbogen. Für 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, you got this, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hold the lift, hold it into extension, bounce it up and down, for 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, release the weights, step back into plank, halt deine Plank-Position. This time bring deine Knie in der Mitte and run. Mountain Climbers. Mit 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sehr schön. Komm zurück in deinen nach unten schauenden Hund. 3 tiefe Atemzüge hier. Wenn auch immer du eine Pause brauchst, gönn dir eine Haltung des Kindes oder vielleicht eine Runde ohne Gewichte. Das ist völlig in Ordnung. Einatmung, hebt dein rechtes Bein nach oben. Ausatmung, tritt nach vorne in deinen Ausfallschritt. Nimm deine Gewichte wieder mit. Noch eine Runde Lunges. Der Einatmung, komm nach unten und oben. Arme einfach zur Seite. Oder nach oben. Oder Triceps Dips hier. Während du nach oben kommst, streckst du die Arme nach unten, beugt die Arme zu deinen Schulterblättern. Nur 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1, sehr schön, öffne in deinen Krieger, 2, Hände bleiben über deinem Kopf, rechtes Bein gebeugt, Ellenbogen weit, versuch rechts und links Side Crunches zu machen. Und es wird gar nicht so viel gehen, wie du es gewohnt bist. Wenn du mehr willst, kannst du auch die Arme nach oben strecken, aber versuch die Schulter weit zu lassen. Und wenn das alles zu viel ist, Hände mit den Gewichten vor deinem Brustkorb. Reicht auch vollkommen aus. Noch 3. 2. Letztes. Streck dein rechtes Bein. Reicht der Arm an die Innenseite. Streck deinen linken Arm nach oben. Halt für einen Augenblick hier. Wenn du mehr magst, linker Arm nach vorne. Wenn du mehr magst, nimm den rechten nach vorne, halte mit der seitlichen Bauchmuskulatur für 3, 2, 1, release. Gewichte nach unten, tritt zurück, schiefe Ebene, Plank, halte Plank, eine Runde Mountain Climber noch, and let's run. Für 5, 4, 3, 2, 1, und komm zurück in deinen nach unten schauenden Hund. Catch your breath.
Wir gehen über zur anderen Seite, nehmen dein linkes Bein nach oben, dreibeiniger Hund. Außer tritt nach vorne, heil ab, schwimm deine Gewichte mit. Orientiere dich hier erstmal gut. Und dann entweder nur nach oben und unten, den Arm nach oben oder entlang des Körpers. Wenn du auf der anderen Seite den Trizeps mit benutzt hast, während du nach unten gehst, beugst du. Während du nach oben gehst, streckst du. Für 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sehr schön. Öffne dich zum Krieger 2. Entweder Hände vor deinem Brustkorb und einfach nur Side Crunches rechts und links. Oder Hände mit dem Gewicht neben deine Schultern oder ganz nach oben. 3, 2, 1. Sehr schön. Streck dein linkes Bein, linker Arm nach unten, rechter nach oben. Trikonasana. Vielleicht möchtest du einfach nur hier bleiben, ansonsten rechter Arm nach vorne und vielleicht linker dazu. Für 3, 2, 1, release. Come all the way back up. Beide Füße parallel, lehn dich nach vorne. Halb, behalt deine Gewichte in deiner Hand oder eins könnt ihr zur Seite legen. Linke Hand bleibt unten. Ich bin ganz gerne ein bisschen auf meinen Fingerspitzen, dann habe ich ein bisschen mehr Höhe. Kannst den rechten Arm zur Seite nehmen. Für 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Den letzten halte oben und dreh dich richtig auf mit dem Gewicht. So richtig dagegen schieben, lass den Rücken lang. Schau nach oben. Für 3, 2, 1. Okay, wechsel zur anderen Seite. Rechte Hand ist dein Fundament direkt unter deinem Gesicht. Linker Arm zur Seite. Rose für deine Schultern. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Den letzten behalte oben. Halt entweder nur hier oder dreh dich mit dem Gewicht ein bisschen tiefer in die Drehung. Schieb gegen das Gewicht, der Brustkorb weit. Für 3, 2, 1 und lass los, lass das Gewicht los, sich einfach einmal zwischen deinen Beinen baumeln, Kopf gelöst, schüttel die Schultern aus. Ich zeige euch den nächsten Schritt von der Seite. Ihr könnt es entweder mit oder ohne Gewichte machen. Ich zeige es einmal erstmal ohne Gewichte, nehmt die Hände hin dazwischen. Dein Bein durch. Ich bin immer noch in dieser Straddle-Position und ihr macht quasi Crunches im Stehen für euren Bauch. Das heißt, du möchtest die Arme weiter nach hinten bringen. Wenn du mehr Gewicht möchtest, nimm ein oder zwei und geh in diese Position für 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, du bist fast da, 4, 3, 2, 1, hold the lift, halte das hier oben, teile die Bounces, nur ein bisschen bewegen nach oben und unten, für 5, 4, 3, 2, 1, und lass los. Setz die Gewichte ab. Komm zurück. Hinein, nach unten schauen.
und gönn dir einen Augenblick in der Haltung des Kindes. Kopf zur Matte, Knie zusammen oder weit. Vielleicht brauchst du auch einen Augenblick, um dir einen Schluck Wasser zu nehmen oder hier mit deinem Handtuch dein Gesicht abzuwischen. Spür, wie dein Körper ganz warm geworden ist durch die Praxis. Und dann setz dich auf. Wir arbeiten noch ein bisschen an unserem Bauch. Auch hier gilt das Gleiche wie zuvor. Du kannst entweder mit oder ohne Gewicht arbeiten. Wir finden uns erstmal auf dem Rücken an. Schau, dass du die Fersen so nah zu dir ranstellst, dass du mit den Fingern die Fersen berühren kannst. Aktive Schulterbrücke hier. Wenn du ein Gewicht haben möchtest, nimm es zwischen die Arme. Ein bisschen weiter nach vorne, dass du das gut sehen kannst. Und dann mit der Einatmung heb die Arme über den Kopf. Hüfte hebt sich nach oben. Ausatmung, versuch das Gewicht nach zu den Knien zu schieben. Schultern heben sich ab. Einatmung, Arme nach oben. Hüfte hebt sich. Ausatmung, Crunch. Für 15 hier. Noch 10. Versuch dich nur aus der Kraft deines Bauches nach oben zu heben. Nicht so sehr mit dem Kopf. Noch 5. 4. 3. 2. 1. Hold the lift. Versuch nur, deinen Brustkorb zu heben, deine Schulter. Schieb das Gewicht nach vorne für 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sehr schön, leg dich einmal kurz ab. Schaukel die Knie von rechts nach links. Entspann deinen unteren Rücken. Und stell die Füße hüftbreit auf, nimm das Gewicht zur Außenseite, zur rechten Seite. Hier für 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, andere Seite, für 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, release, lass das Gewicht einmal nach unten kommen. Linkes Bein streckt sich aus, reicht es nach oben. Bleib in der Position, sodass dein unterer Rücken gut auf der Matte liegt. Wir gehen mit beiden Händen an die Außenseite vom rechten Bein Richtung Fuß. Und 10 pulsierende Bewegungen. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Leg deinen Oberkörper ab, nur das rechte Bein bewegt sich bis fast zur Matte. Schau, dass dein unterer Rücken auf der Matte bleibt. Für 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wechsel rechtes Bein zur Matte, linkes Bein nach oben. Außenseite vom linken Bein für nur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und release. Nur das linke Bein bewegt sich nach vorne in einer Linie, gerade gestreckt. Tibier den Bauch.
Ganzer Rücken auf der Matte. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Sehr schön. Komm ein bisschen weiter nach oben mit dem Brustkorb. Sizzle the legs. Wie Scheren übereinander. Schau zu deinen Füßen. Für 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Release. Bring deine Knie zum Brustkorb. Schaukel die Knie sanft von rechts nach links. Massiere deinen unteren Rücken. Sehr schön. Wir arbeiten noch einmal an der Rückseite. Stell deine Füße auf, berühre mit deinen Fingerspitzen die Ferse, heb die Hüfte nach oben. Du kannst die Hände hier gut neben deinem Körper stehen lassen, heb dein rechtes Bein nach oben. Vielleicht ist das genug und du musst schon schauen, dass deine rechte Hüfte nicht nach unten kommt. Ansonsten 10 pulsierende Bewegungen nach oben. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, andere Seite, rechtes Bein unten, linkes nach oben. Halte entweder den Lift oder bounces up and down. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Beide Beine nach unten, schieb die Hüfte noch einmal nach oben. Schräg die Vorderseite richtig lang in der Schulterbrücke hier. 5 tiefe Atemzüge. Und dann Schritt für Schritt, Wirbel für Wirbel nach unten zur Matte. Greif hinter deinen Oberschenkel und roll dich nach vorne und nach hinten. 2-3 Mal, bis du zum Sitzen kommst. Beide Füße aneinander, greif deine Fußgelenke hier. Und dann kannst du entweder hier aufrecht sitzen und einfach erstmal das Kinn zur Brust bringen oder auch ein bisschen den Kopf von rechts nach links wiegen, die Rückseite von deinem Nacken lang zu machen. Dann kannst du die Hände an die Außenseite von deinen Füßen nehmen. Für Baddha-Konasana, vielleicht kommen deine Ellenbogen vor deine Schienenbeine. Lass den Kopf locker. 5 tiefe Atemzüge hier. Dann setz dich nach oben auf, öffne die Beine, einmal in eine Grätsche. Wenn du hier die Beine beugen musst, ist das auch vollkommen okay. Dann schaukel dich ein bisschen, erstmal von rechts nach links, um die Hüfte hier schön locker zu machen. Und dann finde einen aufrechten Sitz und dreh dich einmal zu deinem linken Bein über die linke Schulter, Brustkorb weit. Meine Atmung kommt zur Mitte, Ausatmung zur anderen Seite. Dreh dich über dein rechtes Bein, über die rechte Schulter. Und dann komm zurück zur Mitte. Lauf so weit nach vorne, wie das für dich okay ist. Vielleicht bleibst du auf deinen Händen, vielleicht kannst du sogar auf die Unterarme kommen. Vielleicht deinen Kopf hängen lassen. Was brauchst du hier? Vielleicht auch hier so ein bisschen Katzenbocke, Pferderücken machen. Das fühlt sich für mich immer ganz gut an, um die Innenseite ein bisschen zu lösen. Und vor allem am Ende den Bauchnabel zum Boden zu bringen, von der Orientierung her, anstatt deinen Kopf und deinen Brustkorb. Dann setze dich auf, nimm mit Hilfe deiner Hände die Knie zusammen.
Das linke Schienbein ist parallel vor dir und das rechte kannst du entweder genau vor dein linkes legen. Wenn du merkst, du bist mehr flexibel, kannst du den rechten Knöchel auch über deinen linken Knöchel legen. Du möchtest in jedem Fall, dass deine Füße und deine Knie abschließen. Zeig es noch einmal von vorne und dann solltest du hier so einen rechten Winkel spüren. Du kannst entweder einfach hier bleiben oder auch die Hände mit dem Gewicht auf die Beine legen. Was ich ganz gerne mache, ist hinter meinem Rücken die Unterarme greifen. Dadurch ist mein Brustkorb weit und du kannst dich nach vorne lehnen. Double Pigeon Variation. Und bleiben hier für ein paar Atemzüge. Also stell sicher, dass es deinen Knien und deiner Hüfte gut geht. Und dass du eine Position findest, in der du gut atmen kannst. Nimm hier noch 3 tiefe Atemzüge. Lass die Außenseite der Hüfte los, die dich am Beginn der Stunde so gut stabilisiert hat. Mit der Einatmung, komm nach oben und wechsel die Beine. Wenn du dein rechtes Bein unten hattest oder vorne, schau, dass du entweder das linke Schienbein davor legst oder auf das rechte drauf. Schau, dass beide Sitzbeinhöcker geerdet sind. Mach dasselbe auf der Rückseite. Nimm die untere, die unbequeme Verschränkung hinter deinem Rücken. So kann man sich ganz gut merken, welche Seite man zuerst gemacht hat. Vielleicht bleib erst in der aufrechten Position, bevor du dich langsam nach vorne lehnst. Vielleicht gibt es auch gar kein nach vorne lehnen. Bleib, wo du dich gut fühlst, wo dein Körper loslassen kann. Wo du dich nicht jede Sekunde fragst, wann die Atemzüge zu Ende sind und du aus dieser Position rauskommen kannst. Jede Seite ist anders, jede Praxis ist anders. Frei von Erwartungen zu sein, aber dir den Raum zu geben, dich voll und ganz im Hier und Jetzt zu erfahren. Zwei tiefe Atemzüge noch. Dann setz dich langsam nach oben auf, löst die Verschränkung der Beine und Hände, schüttel sie vielleicht kurz aus, streck beide Beine nach vorne, beide Arme nach oben, behalte die Länge im Rücken bei, während du dich nach vorne lehnst in eine abschließende Vorbeuge. Nimmst die Vorbeuge, schließ vielleicht schon die Augen hier. Dann roll dich Wirbel für Wirbel nach oben auf mit deinem Bauch. Roll dich Wirbel für Wirbel ganz nach unten zum Liegen auf der Matte in deine Endentspannung, Shavasana. Beine gerne mattenweit, Handflächen zeigen nach oben. Schließ die Augen, erlaube dich ganz sinken zu lassen, in dieser Position vom Boden gehalten zu werden. Lass die Atmung ganz natürlich durch deinen Körper fließen, ohne sie zu kontrollieren. Spür die Hitze und Wärme, die du in deinem Körper kreiert hast.
Lass die ganze Anspannung aus deinem Körper fließen. Es gibt nichts mehr, was du festhalten musst. Erlaube dir loszulassen. Du darfst loslassen. Alle Weichheit wieder in deinen Körper ein. Und so sehr wir die Anspannung und die Kraft brauchen, brauchen wir auch das Loslassen und Weichwerden. Lade beides ein. Setz dich mit beidem auseinander. Die Wunder von Leben und Lieben entstehen aus unserer Präsenz, aus den Momenten, die wir nicht analysieren und vorwegnehmen und überinterpretieren. Wenn du geistig irgendwo anders bist, kannst du nicht mit dem gegenwärtigen Moment verbunden sein, das Leben nicht vollkommen wahrnehmen. Komm zurück zu dir. Zu diesem Moment. Lass die Atmung tiefer werden. Lade langsam wieder Bewegung in deinen Körper ein. Beweg die Hände und Füße. Den Kopf von rechts nach links. Regel und streck dich einmal hier, streck die Arme von den Beinen ganz weit weg und roll dich auf deine Lieblingsseite, nimm den Oberarm als Kopfkissen, zieh die Knie zur Brust. Dank dich bei dir selbst für deine Anstrengung, deine kraftvolle Praxis. Dann roll dich über die Seite nach oben in eine abschließende Sitzposition, die für dich bequem ist. Beobachte, wie du dich am Ende deiner Praxis fühlst. Und sei stolz auf die Dinge, die du gerade für dich tust. Bring die Hände vor dem Herzen zusammen. Lass uns die Stunde mit einem gemeinsamen Om beenden. Atme tief ein. Für klare Worte. Zurück zum Herzen. Namaste.